Was ist sensorische Integration? Der Begriff sensorische Integration wird von vielen verwendet, aber oft ist unklar, was sensorische Integration wirklich ist. Viele denken, dass es bei SI vor allem um Raumausstattung geht, um Geräte und um Übungen für die Sinne, wie zum Beispiel Balancieren oder die sogenannte Cremerutsche. Aber sensorische Integration ist viel fundierter und viel differenzierter, als viele meinen. Wir werden drei Punkte beleuchten. Zunächst einmal ist sensorische Integration eine wissenschaftliche Theorie. Diese Theorie wurde von Dr. Jean Ayers entwickelt, einer Ergotherapeutin und Psychologin, die von 1920 bis 1988 in Kalifornien gelebt hat. Sie und ihre Nachfolgerinnen, dazu gehören Namen wie Zoe Mailou, Roseanne Scharf, Erna Blanche, Diane Parham, Jane Kumar, Theresa May Benson, Suzanne Smith-Rowley, Anita Bundy, Jane K. Smith oder Shelley Lane und viele andere. Sie haben in mehr als 4 Jahrzehnten zur Entwicklung der Theorie der sensorischen Integration beigetragen. Dr. Ayers hat ihre Theorie durch empirische Forschung entwickelt. Sie hat Hypothesen aufgestellt und sie anhand von Daten von echten Kindern überprüft. Sie hat diese Daten mit Hilfe von Tests gesammelt, die wir auch heute noch verwenden. Also den originalen Test, Southern California Sensory Integration Test, SIT, den sollte heute bitte niemand mehr verwenden. Denn er war 1972 veröffentlicht worden und wurde ungefähr bis 1988 verwendet. 1989 kam nämlich ein neuer Test heraus. Und zwar die Testbatterie Sensory Integration and Praxis Tests, SIPT. Diesen Test haben wir von 1989 bis ungefähr genau heute eingesetzt. Warum wir den SIPT ab 2022 nicht mehr verwenden werden, kannst du in unserem Video Ist der SIPT ein Auslaufmodell erfahren. Dr. Ayers hat also eine Theorie über die normale Funktion der sensorischen Verarbeitung aufgestellt. Und dann auch durch die Forschung mit Kindern, die Schwierigkeiten im Alltag haben, Störungen der sensorischen Integration beschrieben. Sie hat im Rahmen der Ergotherapie den Therapieansatz, die sensorische Integrationstherapie, entwickelt. Denn von dort kommt ja Dr. Ayers. Sie selbst war Ergotherapeutin und hat bis knapp vor ihr Lebensende praktisch gearbeitet. Der Therapieansatz zielt darauf ab, sensorische Integrationsstörungen durch die Anwendung neurophysiologischer Prinzipien im Rahmen von spielerischer Interaktion und sinnvollen, zielgerichteten Handlungen zu verbessern. Also urergotherapeutisch. In unseren anderen Videos kannst du mehr darüber erfahren. So, jetzt haben wir alles zusammen, was erst sensorische Integration ausmacht. Erstens, die wissenschaftliche Theorie, die beschreibt, wofür wir alle die Integration von Sinnesinformationen in unserem Leben brauchen. Zweitens, die Methoden zur Beurteilung von sensorisch-integrativen Funktionen, also Fragebögen, Beobachtungen und Tests. Und dann die SI-Störungsbilder, die Dr. Ayers beschrieben hat und andere nach ihr. Und drittens, die SI-Therapie. Die könnte man beschreiben als eine interaktive neurophysiologische Spieltherapie, die primär in der Ergotherapie eingesetzt wird. Wenn du mehr erfahren möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal Sensorische Integration begreifen und besuche unsere Webseiten